In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde hier in Prag der außergewöhnliche Film Kinder ohne Liebe gedreht. Obwohl er von den sozialistischen Machthabern in Auftrag gegeben worden war, sollte er nie offiziell aufgeführt werden. Am Anfang 60er Jahren war ich noch Student der Psychologie. Und per Zufall, nicht offiziell, habe ich das Film gesehen, das neue Film. Und ich war so beeindruckt, dass ich den Matejček persönlich ausgesucht habe. Und seit der Zeit war ich mit ihm persönlich sehr verbunden und bin sein Schüler geworden und seine Gedanken gut versuche ich weiter immer zu tragen. Dr. Matejček war einer der maßgebenden Autoren des Films. Wie kaum ein anderer Psychologe hat er die kollektive Kinderbetreuung wissenschaftlich erforscht. Die sozialistische Gesellschaft hat bevorzugt die kollektive Erziehung, weil die brauchte Frauen vor allem in der Arbeit, nicht in der Familie. Und diese Entscheidung, diese Ideologie hat geführt zum Aufbauen der Kinderkrippen. Bald ein Viertel von Kindern unter 3 Jahren besuchten eine Art von Kinderkrippe. Es waren auch die Wochenkrippen oder Krippen für mehrere Tage und so weiter. Und das hat gegeben die Möglichkeit zu beobachten, wie diese Bedingungen an die Kinder wirken. Vor allem die Ärzte haben ganz klar festgestellt, dass die Kinder, die mehrere Stunden in einer Krippe verbringen, öfter krank sind. Die Immunität ist schwächer geworden. Und im Verhalten, und das haben beobachtet die Krankenschwester in der Kinderkrippe, aber auch Eltern und die Psychologen, die Kinder in der Kinderkrippe werden emotionell labil, manchmal emotionell gestört und öfter auch aggressiv gegenüber anderen Kindern, weil die Bedingungen mit vielen Kindern bedeuteten Stress. Doch der gegen die Familie gerichtete sozialistische Staat erwartete von Dr. Matejček und seinem Team einen Film, der die kollektive Kinderbetreuung schön färbte. Desto größere Überraschung war, als die Ergebnisse haben etwas ganz anderes gezeigt. Und diese Forschungen einerseits dazu geführt haben, dass das Film wurde nie offiziell projiziert. Der vom sozialistischen Regime ungeliebte Film gelangte aber auf illegalen Wegen in den Westen und wurde auf dem Filmfestival Venedig mit großem Erfolg aufgeführt. Der große Erfolg vom Film in Venedig und auch ein Echo in der Welt durch Venedig durch Festival, auch in Deutschland, hat uns sehr geholfen. Erstens den Autoren, weil sie sonst müssen Angst haben, dass das Regime wird nicht erlauben, dass sie weiter sich mit diesen Themen beschäftigen, aber auch für unsere Gesellschaft, weil vor Augen der Welt musste das Regime doch bisschen ein menschliches Gesicht zu zeigen, mindestens zu versuchen zu zeigen. Die Folge war, dass in der sozialistischen Tschechoslowakei die sogenannten Wochenkrippen abgeschafft und die Tageskrippen nicht weiter ausgebaut wurden. Aber zweite Seite, das Positive, die Wirkung des Films war so eindeutig, dass der Staat musste in 60er Jahren seine Familienpolitik zu ändern und in neuem Familiengesetz doch die Familie wieder erster Platz
in der Erziehung des Kindes bekommen hat.